Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 1. Wir befinden uns auf Eidos und haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen Sarah finden, bevor die Röhre findet. Also, so würde ich mal sagen, los geht's. Wir nutzen den Aufzug, um nach unten zu kommen. Sicherheitsschalter nicht ausgelöst oder können wir jetzt mit Marco weiter? Ich weiß es gar nicht. Die Tür ist nicht offen. Ob wir den Panzer nehmen sollten, um in diesen düsteren Untergrundbunker einzugehen? Ja. Mein ganzes Leben lang habe ich die Proteaner studiert. Aber ich hatte nie davon geträumt, so etwas mal sehen zu dürfen. Dieser Bunker war vielleicht die letzte Zuflucht einer ganzen Spezies. Ein Ort voller mysteriöser Entdeckungen. Unermessliche Geheimnisse könnten sich hier verbergen. Hey, schon vergessen, warum wir hier sind? Saren, die Röhre, das Schicksal der ganzen bekannten Galaxie. Tut mir leid, ich war etwas überwältigt. Aber ich hoffe, dass noch Zeit bleibt, diesen Ort zu untersuchen, wenn der Job erledigt ist. Ich hatte erwartet, dass Saren uns eine Falle stellt oder in einen Hinterhalt lockt. Sie müssen zu sehr in Eile dafür gewesen sein. Oder die böse Überraschung kommt. Möglich. Was sind das für Dinge an der Wand? Irgendwelche Behältnisse? Sie sehen aus wie Stasis-Kapseln. Wahrscheinlich haben die Proteaner versucht, mit Hilfe von Kryotechnik zu überleben. Aber irgendetwas ist dabei schiefgelaufen. Dieser Bunker wurde zum Sarg. Diese Kapsel. Eine Falle! Saren hat einen Hinterhalt vorbereitet. Ich glaube nicht, dass Saren dahinter steckt. Stimmt. Hier wartet nämlich Vigil auf uns. Ich habe die Proteaner jahrzehntelang studiert. Aber ein derartiges Gefühl habe ich noch nie verspürt. Was werden wir da unten vorfinden? Bitte. Erhoffen Sie sich nicht zu viel. Wir können uns jetzt nur auf uns selbst verlassen. Hallo, Bitte. Sie sind keine Proteaner, aber auch keine Maschinen. Diese Möglichkeit ist eine der vielen eingerechneten Wahrscheinlichkeiten. Deswegen haben wir unsere Warnung über die Sender übermittelt. Scheint ein Programm der Kategorie VI zu sein. Allerdings stark beschädigt. Sie scheinen keine Kennzeichen der Indoktrinierung zu tragen. Nicht wie die anderen, die kürzlich hier waren. Vielleicht gibt es noch Hoffnung. Das ist unglaublich. Ein proteanisches VI-Programm und ich kann es verstehen. Ich habe Ihre Kommunikation überwacht, seit Sie hier in der Station sind. Und ich habe meine Ausgabe so modifiziert, dass Sie sie verstehen können. Das ist ja nett. Ich heiße Vigil. Sie sind hier in Sicherheit. Im Augenblick. Aber das wird sich sicher ändern.
Schon bald gibt es keinen sicheren Ort mehr. Wer sind Sie? Sind Sie eine Art Programm mit künstlicher Intelligenz? Ich bin ein fortschrittliches, non-organisches Analysesystem mit persönlichen Abgleichungen von Kaysat Aishan, dem Superinspektor der Eilos-Forschungseinrichtung. Was wollen Sie? Warum haben Sie mich hierher gebracht? Sie müssen einen Zyklus durchbrechen, der seit mehr als 1 Million Jahre Bestand hat. Aber dazu müssen Sie verstehen. Sonst werden Sie die gleichen Fehler machen wie wir. Die Zitadelle ist das Herz Ihrer Zivilisation und der Sitz der Regierung. So war es bei uns auch. Und bei allen Zivilisationen, die vor uns da waren. Aber die Zitadelle ist eine Falle. Die Station ist im Grunde ein riesiges Massenportal. Sie ist das Tor zum Orkusnebel, zur unendlichen Leere hinter dem Horizont der Galaxie. Wenn das Zitadelle-Portal aktiviert wird, werden die Reaper auftauchen. Und sie werden alle vernichten. Zitadelle-Portal? Wieso hat noch niemand festgestellt, dass die Zitadelle ein inaktives Massenportal ist? Die Reaper haben Vorsichtsmaßnahmen getroffen, damit das Geheimnis der Zitadelle gewahrt bleibt. Sie haben eine Spezies wohlgesonnener organischer Verwalter erschaffen. Die Keeper. Die Keeper kümmern sich um alle Grundfunktionen der Station. Sie ermöglichen, dass alle Spezies, die die Zitadelle entdecken, die Station nutzen können, ohne die Technologie ganz zu verstehen. Diese technische Abhängigkeit gewährleistet, dass kein anderes Volk das Geheimnis der Zitadelle entdeckt. Nicht bis das Portal aktiviert wird und die Reaper einfallen. Reaper und Orkusnebel. Wie können die Reaper im Orkusnebel überleben? Wir haben nur Theorien. Die Forscher hier kamen zur Überzeugung, dass die Reaper lange Phasen der Inaktivität einlegen können, um Energie zu sparen. So können sie viele tausend Jahre darauf warten, dass sich wieder neue organische Zivilisationen bilden. Aber in diesem Zustand sind sie verwundbar. Sie ziehen sich hinter den Horizont der bekannten Galaxie zurück, um nicht versehentlich entdeckt zu werden. Sie bleiben so lange unerkannt, bis das Zitadelle-Portal aktiviert wird. Eine perfekte Falle. Die Reaper können den Rat und die Zitadelle-Flotte mit einem Überraschungsangriff auslöschen. Das war unser Schicksal. Unsere Anführer waren tot, bevor wir überhaupt merkten, dass wir angegriffen wurden. Die Reaper übernahmen die Kontrolle über die Zitadelle und damit die Massenportale. Die Kommunikations- und Transportmöglichkeiten unseres Reiches brachen zusammen. Jedes Sternensystem war isoliert und auf sich allein gestellt. Und damit eine einfache Beute für die Reaper. In den folgenden Dekaden löschten die Reaper systematisch unsere Leute aus. Welt um Welt, System um System wurden von ihnen systematisch vernichtet. Alle? Aber es muss doch Überlebende gegeben haben. Über die Zitadelle hatten die Reaper Zugriff auf alle unsere Daten, Karten und Populationserhebungen. Information ist Macht. Und sie wussten alles über uns. Ihre Flotten patrouillierten durch alle bewohnten Regionen der Galaxie. Einige Welten wurden komplett zerstört. Andere wurden erobert und die Bevölkerung versklavt. Die indoktrinierten Diener wurden zu sogenannten Schläferagenten unter der Kontrolle der Reaper. Andere Proteaner nahmen diese Agenten als Flüchtlinge auf und wurden von ihnen an die Maschinen verraten. Innerhalb weniger Jahrhunderte hatten die Reaper alle Proteaner in der Galaxie getötet oder versklavt. Sie waren skrupellos, brutal und absolut gründlich. Warum gingen sie wieder? Eine Sache verstehe ich nicht. Wohin sind die Reaper gegangen, nachdem sie ihre Leute besiegt hatten? Unsere Welten waren ausgebeutet. Durch diese indoktrinierten Sklaven. Alles von Wert, alle Ressourcen und Technologien waren geraubt worden. Nachdem die Reaper sich sicher waren, alles organische Leben ausgelöscht zu haben, zogen sie sich über das Zitadelle-Portal zurück in den Orkusnebel und versiegelten das Portal. Alle Hinweise auf die Reaper-Invasion waren beseitigt worden. Sie ließen nur ihre indoktrinierten Sklaven auf sich allein gestellt zurück. Geistlose Hüllen, die zu keinen eigenen Gedanken fähig waren und schon bald verhungerten oder an atmosphärischer Strahlung starben. Damit war der Genozid der Proteaner komplett. Was sind Ihre Gründe? Was sind die Beweggründe der Reaper? Wieso wiederholen Sie dieses Genozidmuster wieder und wieder? Die Motive der Reaper sind für uns nicht nachvollziehbar. Vielleicht benötigen sie Sklaven oder Ressourcen. Wahrscheinlich aber werden sie von Motiven angetrieben, die organische Lebewesen niemals nachvollziehen können. Aber das ist nicht entscheidend. Ihr Überleben hängt nicht davon ab, dass sie sie verstehen, sondern aufhalten. Aufhalten? Wie denn? Sie sagten, dass ich aus einem bestimmten Grund hier bin. Sagen Sie mir, was ich tun muss. Die Röhre ist der Schlüssel.
Vor dem Angriff der Reaper waren wir Proteaner kurz davor, das Geheimnis der Massenportaltechnologie aufzudecken. Eilos war eine Hochsicherheitseinrichtung. Hier haben die Forscher an der Entwicklung einer kleinen Version eines Massenportals gearbeitet. Es sollte eine direkte Verbindung mit der Zitadelle haben, dem Knotenpunkt des Portalnetzwerkes. Die Röhre ist keine Waffe, sondern der Hintereingang zur Zitadelle. Wieso sind sie nicht entdeckt worden? Wie haben sie es geschafft, nicht entdeckt zu werden? Alle offiziellen Aufzeichnungen des Projekts wurden bei der ersten Angriffswelle auf die Zitadelle vernichtet. Während das Proteanische Reich fiel, blieb Eilos verschont. Wir haben alle Kommunikationswege zur Außenwelt gekappt und die Einrichtung damit verborgen. Die Forscher flüchteten in den Untergrund, in diese Archive. Um Ressourcen zu sparen, wurden alle in eine kryogenetische Stasis versetzt. Ich wurde darauf programmiert, die Einrichtung zu überwachen und die Besatzung zu wecken, wenn die Gefahr vorüber ist. Aber der Genozid an der gesamten Spezies war ein langer Prozess. Die Jahre vergingen. Jahrzehnte. Jahrhunderte. Die Reaper blieben. Und meine Energiereserven gingen zur Neige. Was haben Sie getan? Wie haben Sie überlebt? Ich habe die Überlebenssysteme der weniger wichtigen Besatzungsmitglieder unterbrochen. Erst Assistenzkräfte, dann Sicherheitsleute. Eine Kapsel nach der anderen wurde abgeschaltet, um Energie zu sparen. Am Ende waren nur noch die Stasis-Kapseln der Top-Wissenschaftler aktiv. Und selbst diese drohten auszufallen, als sich die Reaper endlich durch das Zitadelle-Portal zurückzogen. Da draußen waren hunderte Stasis-Kapseln. Sie haben sie einfach ausgeschaltet? Sie haben sie einfach getötet? Das war Verrat. Sie waren darauf programmiert, sie zu schützen, nicht sie zu töten. Diese Situation war einkalkuliert worden. Meine Aktionen waren die Folge meiner implementierten Eventualprogrammierung. Ich wette, die weniger wichtigen Besatzungsmitglieder wussten nichts davon. Ich habe die wichtigsten Personen gerettet. Als die Reaper sich zurückzogen, waren die führenden Forscher noch am Leben. Nur durch meine Aktionen gibt es noch Hoffnung. Das stimmt auch wieder. Als die Forscher erwachten, realisierten sie, dass die Proteaner dem Untergang geweiht waren. Es gab nur noch ein Dutzend Überlebende. Viel zu wenig, um den Fortbestand des Volkes zu sichern. Dennoch wollten sie einen Weg finden, um die Reaper an der Rückkehr zu hindern. Einen Weg, den Zyklus für immer zu unterbrechen. Und sie wussten, dass die Keeper der Schlüssel sind. Die Keeper? Die Keeper stehen doch unter dem Einfluss der Reaper? Die Keeper werden durch die Zitadelle kontrolliert. Vor jeder Invasion wird ein Signal durch die Station gesendet, das sie veranlasst, das Zitadelle-Portal zu aktivieren. Nach Jahrzehnten intensiver Arbeit fanden die Forscher heraus, wie man dieses Signal ändern kann. Mit Hilfe der Röhre erhielten sie Zugriff auf die Zitadelle und nahmen die Änderungen vor. Als dieses Mal die Sovereign das Signal zur Zitadelle gesendet hatte, reagierten die Keeper nicht. Die Reaper sind im Orkusnebel gefangen. Können sie zurückkommen? Saren scheint zu planen, ihre Änderungen rückgängig zu machen. Derjenige, den sie Saren nennen, wird die Röhre benutzen, um die Verteidigungssysteme der Zitadelle zu umgehen. Wenn er erst einmal drin ist, wird er die Kontrolle der Station der Sovereign überlassen. Die Sovereign wird die Systeme der Zitadelle überschreiben und das Portal manuell öffnen. Damit wird der Vernichtungszyklus erneut eröffnet. Ich brauche Ihre Hilfe. Gibt es einen Weg, sie aufzuhalten? In meiner Konsole befindet sich eine Datei. Nehmen Sie eine Kopie davon mit. Wenn Sie die Hauptsteuerungseinheit der Zitadelle erreichen, laden Sie diese Daten hoch. Damit können Sie die Sicherheitsprotokolle der Zitadelle überschreiben und vorübergehend die Kontrolle über die Station übernehmen. Vielleicht haben Sie so eine Chance gegen die Sovereign. Moment. Wo befindet sich die Hauptsteuerungseinheit der Zitadelle? Davon habe ich noch nie gehört. Die Röhre wird den Weg weisen. Folgen Sie Saren. Er wird Sie an den richtigen Ort bringen. Sovereign. Wenn die Reaper im Orkusnebel gefangen sind, wie ist dann die Sovereign hierher gekommen? Es scheint wahrscheinlich, dass die Reaper nach jedem Genozid jemanden zurücklassen. Als Speerspitze, um den Weg der Rückkehr zu ebnen. Wie die anderen im Orkusnebel hatte wohl auch die Sovereign mehr als 50.000 Jahre im Überlebensschlaf verbracht. Wahrscheinlich hat sie in regelmäßigen Abständen die Situation analysiert. Sie blieb unentdeckt. Und bewertete den Status der galaktischen Zivilisation. Und als die Zeit gekommen war, wollte sie das Zitadellsignal aktivieren und die nächste Reaper-Invasion einleiten. Aber dieses Mal hatte das Signal versagt. Die Keeper reagierten nicht.
Die Verbündeten der Sovereign waren im Nichts gefangen. Auf sich allein gestellt musste sie herausfinden, was schiefgelaufen war. Sie könnten einfach angreifen. Die Sovereign ist das größte Schiff der Galaxie. Warum diese geheimen Pläne? Warum greift sie nicht einfach die Zitadelle an? Die Sovereign ist nicht unbesiegbar. Wäre ihre wahre Identität aufgedeckt worden, hätten sich alle organischen Streitmächte auf sie gestürzt. Selbst ein Reaper hätte keine Chance gegen einen solchen Angriff. Aber die Reaper sind geduldig. Sie gehen keine unnötigen Risiken ein. Die Sovereign könnte alles seit Jahrhunderten geplant und sich auf die Suche nach Verbündeten gemacht haben. Und langsam hat sie die Puzzleteile zusammengesetzt und die notwendigen Maßnahmen durch Agenten erledigen lassen. Saren ist der offensichtlichste Helfer der Reaper. Aber es gab wohl noch andere. Die Sovereign kommt jetzt aus ihrer Deckung. Ich weiß nicht, ob sie ihrer Sache sicher oder verzweifelt ist. Aber sie will mit aller Macht das Portal zum Orkusnebel öffnen. Sender! Was ist mit dem Sender auf Eden Prime? Und dem auf Wurmmeier? Welchem Zweck dienen sie? Auf dem Höhepunkt unserer Zivilisation bildeten die Sender ein Netzwerk. Mit Hilfe dieses intergalaktischen Netzwerkes konnten wir Daten in hoher Geschwindigkeit von Welt zu Welt senden. Während der Invasion wurden fast alle Sender zerstört. Aber nach dem Abzug der Reaper entschlossen sich die Überlebenden auf Ilos, das Risiko einzugehen und eine Nachricht zu senden. Wir wussten, dass es wahrscheinlich keine anderen Überlebenden gab. Falls doch, sollten sie von Ilos erfahren. Wir wollten ihnen Hoffnung geben. Also wurde eine Nachricht an das Netzwerk gesendet. Es war ein großes Risiko. Die Reaper hätten das Signal auffangen und diesen Ort entdecken können. Wir hatten nicht wirklich erwartet, dass die Sender noch funktionieren würden. Es war nur ein Versuch. Falls es Überlebende gab, sollten sie von uns wissen. Die Nachricht war nur für unsere Leute bestimmt. Sie war verschlüsselt. Nur organische Wesen hätten sie verstehen können. Aber wir hatten noch immer nicht die Macht der Indoktrination der Reaper verstanden. Wir hatten nicht damit gerechnet, dadurch Agenten der Maschinen hierher zu führen, wie Saren. Aber auch sie haben hierher gefunden. Also haben wir vielleicht doch das Richtige getan. Keeper. Die Reaper haben also die Zitadelle und die Keeper gleichzeitig erschaffen? Wahrscheinlicher ist, dass die Keeper zu den ersten Völkern zählten, die versklavt wurden. Wahrscheinlich das allererste. Vielleicht haben sie gut auf die Indoktrination reagiert. Oder die Reaper haben sie so gezüchtet, dass sie loyal sind. Auf jeden Fall wurden sie eingesetzt, um die Zitadelle zu steuern und zu kontrollieren. Aber die Keeper werden nicht mehr direkt durch die Sovereign oder andere Reaper kontrolliert. Sie haben sich weiterentwickelt und reagieren nur noch auf Signale durch die Zitadelle selbst. Als die Proteaner die Zitadelle-Signale änderten, hatte die Sovereign keine Kontrolle mehr über die Keeper. Jetzt sind sie absolut harmlos. Deswegen die GF. Die Sovereign hat wohl realisiert, dass organische Wesen schwer zu kontrollieren sind. Das klingt sehr wahrscheinlich. Die Keeper haben sich in eine unerwartete Richtung weiterentwickelt. Nicht-organische Diener wie die Geth agieren voraussehbarer. Stimmt, proteanische Forscher. Was ist aus den Überlebenden des Röhrenprojekts geworden? Sie nutzten die Röhre, um Zugang zur Zitadelle zu bekommen. Aber die Röhre ist nur ein Prototyp. Das Portal funktioniert nur in eine Richtung. Sie waren also auf der Station gefangen. Ich weiß nicht, was aus ihnen geworden ist. Wahrscheinlich gab es kein Wasser und keine Nahrung auf der Station. Ich fürchte, dass sie eines langsamen, grausamen Todes gestorben sind. Ich weiß nur, dass sie es geschafft haben, das Portal zu schließen. Ihre Gegenwart hier beweist, dass ihre Mühen nicht umsonst waren. Das stimmt. Wir müssen los. Saren hat einen Vorsprung. Die Datei sichern und dann los. Ganz sicher, Shepard? Wer weiß, wie lange Vigil noch zur Verfügung steht? Die Projektion ist schon sehr schwach. Dies ist vielleicht unsere letzte Chance, an Informationen zu kommen. Die letzte Chance, etwas über die Proteaner zu erfahren. Diese Gelegenheit kommt nie wieder. Sie haben recht. Es könnte uns nützlich sein. Ich werde Ihnen gerne mit Informationen dienen. Meine Datenbank ist aber darauf limitiert, nur direkte Informationen über Abwehrmaßnahmen gegen die Reaper zu liefern. Okay, Zeit zu gehen. Ich habe die Datei. Dann los. Derjenige, den Sie Saren nennen, hat die Röhre noch nicht erreicht. Noch nicht. Es gibt noch Hoffnung, wenn Sie sich beeilen. Danke, Vigil. Du hast uns sehr geholfen.
die Musik. Herrlich. So friedlich, aber wir müssen es zu Ende bringen. All ihre Kultur, ihre fortschrittliche Technologie. Und trotzdem wurden die Proteaner, genau wie wir, von den Reapern überrannt. Sie sind gescheitert. Gehen wir weiter. Ich habe nicht vor, wie sie zu enden. Vorsichtshalber speichern. Okay Leute, ob wir es schaffen werden, noch rechtzeitig die Zitadelle zu erreichen, das sehen wir dann im nächsten Part. Haut rein, Leute.